Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Herr Lübcke, Sie haben hier gerade den Innenminister gelobt für seine Sachlichkeit, für seine ruhige Art. Ich würde mir das ehrlich gesagt auch von den Abgeordneten wünschen, ganz insbesondere auch von Ihnen. Das, was Sie hier erzählt haben, ist ja wirklich unglaublich. Was für ein faktenfreier Unsinn, hiervon zu reden. Wir hätten nicht mit der Bundespolizei zusammengearbeitet, wir hätten Straftaten im Hambacher Forst geduldet. Was für ein Unsinn. Aber um noch mal auf das Thema zurückzukommen. Ich möchte mich hier dem viel geäußerten Dank an die Einsatzkräfte anschließen, dem Dank an die Polizeikräfte, die Kräfte der Feuerwehren, des THW. Es war ein schwerer Job, den diese Kräfte hier machen mussten, und deshalb gilt es, hier Danke zu sagen. Und ich will auch noch mal Danke sagen an die Landesregierung dafür, dass sie Sonderurlaub für die Polizeibeamtinnen und Beamten gewähren wollen. Das unterstützen wir Grüne ausdrücklich. Dass knapp 500 Polizeibeamtinnen und Beamte verletzt wurden, das ist unerträglich, und jeder einzelne von ihnen ist einer zu viel. Und deshalb schließe ich mich auch den vielfach geäußerten Genesungswünschen hier an. Die gewalttätigen Ausschreitungen, und das ist auch schon mehrfach hier genannt worden, sind inakzeptabel, sie sind zu verurteilen, weil Gewalt niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf und sein kann. Und ja, ich finde, hier muss es auch eine Abgrenzung geben zwischen dem sogenannten linksextremen Spektrum hin zu diesen Gewalttätern. Zumal, und auch das finde ich nochmal wichtig, der ja legitime und völlig berechtigte politische Protest am G20-Gipfel dadurch völlig in den Hintergrund getreten ist und ja kaum noch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Mal ganz zu schweigen davon, welche Nichtergebnisse dieser G20-Gipfel letztendlich produziert hat. Aber, und auch das möchte ich hier nochmal sagen, dass man die Polizeiführung und die Polizeistrategie kritisieren und hinterfragen darf, das gehört zu einem Rechtsstaat dazu, und das ist legitim und das ist notwendig. Und das ist im Übrigen, und das will ich hier auch nochmal sagen, wir haben in der letzten Legislaturperiode immer nach größeren Einsätzen diese Debatten hier geführt, und es gibt immer, und es ist völlig normal, dass es nach solchen großen Polizeieinsätzen eine entsprechende Nachbereitung gibt, und insofern muss es sie auch hier geben. Und hier verwechseln aus meiner Sicht auch CDU und FDP zwei verschiedene Ebenen. Es ist die Ebene einmal die Danksagung an die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die hier einen schweren Job gemacht wurden und auch auf deren Rücken dieser Einsatz in Teilen gefahren wurde. Aber es gibt eben auch eine zweite Ebene, und diese zweite Ebene heißt eben auch, dass man Polizeieinsätze kritisieren können darf und dass sie nachbereitet werden müssen. Und insofern ist genau das richtig, hier diese Diskussion auch zu führen und die Nachbereitung auch einzufordern. Und ich finde, es stellt sich eben schon die Frage, ob die Einsatzstrategie immer so klug gewählt worden ist. Und der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit, den es ja eben auch gibt, der muss aufgeklärt werden. Und das ist keine Rechtfertigung von Gewalt, denn solche Fragen müssen erlaubt sein, sie müssen diskutiert werden, und auch das gehört zu einem Rechtsstaat dazu. Und ich will hier auch gerne noch mal, ich möchte hier gerne auch einmal noch die Rolle der CDU ansprechen, die ich hier schon absurd finde, wie sie sich hier aufführen. Denn es war doch die Kanzlerin, die den G20-Gipfel nach Hamburg gebracht hat, obwohl es vorher massive Sicherheitsbedenken an der Stadt Hamburg gegeben hat. Und es waren die Sicherheitsbehörden, im Übrigen auf Bundesebene, also die Sicherheitsbehörden, die Thomas de Maizière, dem Bundesinnenminister, unterstellt sind, die das Sicherheitskonzept abgestimmt haben, aber auch die Lageberichte mit verfasst haben. Und es stimmt eben nicht, dass es an einem Mangel einen Datenaustausch gelegen hätte, weshalb hier Daten über gewaltbereite Autonome angeblich nicht vorgelegen hätten. Das stimmt einfach nicht. Diese Daten und diese Erkenntnisse haben hier gerade vorgelegen. Und umso schlimmer, Herr Reul, dass es trotz der vielen Vorbereitungen, trotz dieser Erkenntnisse, die es vorher gab, trotzdem zu diesen Szenen kommen musste. Und deshalb glaube und finde ich, dass es genau diese Aufarbeitung, genau diese Nachbereitung, die jetzt eingefordert wird, dass es die geben muss und dass sie durchgeführt werden muss. Und wie gesagt, das gehört zu einem Rechtsstaat dazu. Und deshalb fordern wir Sie auch ein. Vielen Dank, Frau Kollegin Schöpf.